Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir haben im letzten Part sind wir ein bisschen herumgestreunt, haben hier diese legendäre Todeskralle umgenietet, zusammen mit unserer OP-Edder. Und ja, jetzt sind wir hier. Denn wir haben ein bestimmtes Ziel. Und dieses Ziel ist, ich zeige es euch kurz, da. Hier wollen wir hin, zu dieser Farm. Und wir haben ja, ihr seht ja, wir haben ja, wow, wir haben sie eigentlich, danke, wir haben sie gar nicht mehr weit. Eigentlich, da vorne ist wieder so ein wilder Ghoul. Das ist auch ein komischer Sturm. Aha, da vorne. Und du auch. Das hat sich nichts gebracht. Was? Der ist auch hin. Der ist auch am Verrecken. Sehr gut, Edda. Das hast du gut gemacht. Das hast du fein gemacht. Das hast du gut hinbekommen. Tralala. Irgendwie wirkt es hier sowieso wie ein Friedhof. Und ja, mal hören und schauen, ob noch jemand kommen tut. Derweil nicht. Dann schauen wir mal hier kurz her, falls wir ruck. Ja, Automat. Oh, wo nichts drin ist. Komm nur. Oh. Voll ins Kreuz rein. Oh, was haben wir denn hier? Police. Aha. Da haben... Oh, viele Roboter. Okay. Vielleicht ist das auch eine Quest für später. Oder warte, was haben wir hier? Park Protektron. Steuerterminal. Okay. Vielleicht können wir die ja mitnehmen. Aha, verstehe. Ach ja. Quark. Roof. Poor. Roll. Winds. Hm? Nein. Wood. Nein. Da? Vergiss es. Hier? Ja! Boah, Glück gehabt. Okay. Übersicht. Protektrons auf Streife. Das Programm Protektrons auf Streife findet während folgender Zeiten statt. Samstag und Sonntag 10 bis 15 Uhr. Donnerstag und Freitag 17 bis 19 Uhr. Für Feiertage oder besondere Anlässe gelten spezielle Anweisungen. Falls es Ausfälle gibt, befindet sich eine Ersatzeinheit im Wartungshäuschen. Sollten Sie technische Unterstützung oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an das HQ von Robco. Hauptquartier soll das heißen. So. Hauptquartier. Gärtner Hamilton angemeldet. Aha. Protektron Steuerung. Standard Protektron Steuerinterface V240. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen, also wir. Der unsachgemäße Umgang mit Protektron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Aha. Status Einheiten. Laden inaktiv. Verbunden. 4 Einheiten mit diesem Terminal verbunden. Bitte auswählen. Einheiten aktivieren. Persönlichkeitsmodus auswählen. Vielleicht das noch vorher. Standard U-Bahn-Begleitung. Rechtsvollzug. Feuerwehr. Erste Hilfe. Konstruktion. Und dann lassen wir mal auf Standard, oder? Ja. Nicht? Erste Hilfe? Zurückgesetzt. Naja, dann. So. Ah, halt. Entschuldigung. Ja, ja. Entschuldigung. Das war jetzt ungut. Ungut und ungeschickt. Bla bi bla bla bi bla blub bla blub 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 bla blub. Einheiten aktivieren. Zugriff auf Kapseleinheiten werden initialisiert. Zugewiesene Subroptinen werden geladen. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Auflagestation an, Platz zu machen. Standard Protektron Steuerinterface. Ja. Okay,
Das ist wieder das. Hallo! Okay, und jetzt? War das so richtig? Irgendwie kennen die sich gerade nicht aus, oder? Wie geh ich? Geh mal. Ich hoffe, ich habe keinen Schmarrn gemacht. Ich will mal nachladen. Ist da drüben gerade was gelaufen? Nachladen, bitte. Nein, das war nur ein Zweig. Edda, bist du hier? Ja. Ich glaube, die tun nur aufpassen da drüben. Lalalala. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal frisch, fröhlich weiter. Da scheint auch mal jemand gewohnt zu haben. Und zwar... Kohle. Oh. Bombe! Bombe! Der hat seinen eigenen Köder umgebracht, der Trottel. Ah, hoppla. Den treffe ich so nicht. Ah, vielleicht so. Hat's geholfen? Ich hoffe, es hat was gebracht. Scheiße. So? Edda! Es piept. Ja, das fürchte ich auch. Hat's was gebracht? Ich weiß es gerade nicht. Alter, wer bist denn du jetzt da drüben? Wie kommst denn du jetzt da runter? Gut. Nachladen vielleicht? Und? Boom! Und hier nochmal. Okay, das bringt sie nichts. Aber das war die Edda. Ist jetzt mal nachgeladen hier? Weg mit dir, du Arschloch. Na bitte, geht ja. Ach so, mein Ding piepst so rum. Mein Ding ist komplett kaputt. Okay. Supermutant Scharmützler. Was zum Teufel? Ich brauch mal was zu essen. Ich sollte vielleicht die Edda reparieren gehen. Geht das? Ja, geht. Rein in den Hintern und geht schon. Edda ist wieder fit. Null Problemo, alles gut. So. Edda macht das. Ich habe es zu spät gesehen, tut leid. Ich habe aber gespeichert. Das ist mir gerade kein Trost. Ach, fü, verflixt. Es ist halt so, wenn es piept, ist es zu spät. Edda, kriegst noch mal eine Reparatur. So. Das war's mit ihm. Der Idiot. Na, Edda. Edda.
Her mit dem Zeug. Naja, verletzt, es geht. Den hat's halt schier zerrissen. Ah, da ist er halt auch ein bisschen selber schuld. Gut, das hätten wir hier auch geklärt. Diese kleine Meinungsverschiedenheit. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben gewonnen. Okay, geben tut's hier eigentlich nicht wirklich was. Halt echt grauslich. Schau, Sims 2. Was tut denn da so komisch? Oh, ruck. Perfekt. So, was haben wir da noch Schönes? Naja, schön unter Anführungszeichen. Ach, das ist alles ein bisschen grauselig. Noch, da hängen wieder so Fleisch. Ja, Supermutanten, liebe Edda, du hast doch gerade selber gesehen. Supermutanten. Super tolle, super, super Mutanten sind das gewesen. Aber da ist sonst auch nichts, ne? Ja. Sind wir denn eigentlich schon bald mal da, wo ich hin will? Ich glaube, ich habe mich da leicht verlaufen. Aber nur leicht. So. Da drüben. Ja, das ist schön. Die Edda liebt Ordnung. So schaut's aus. Gut, wo müssen wir denn lang? Darüber eigentlich. Ich muss mal kurz schauen. Ja, wir sind immer noch richtig. Alter Schwede, wir müssen dann reparieren gehen, ne? Unsere arme Bauerrüstung, die ist schon ganz ausgebauert. Ja, ich weiß, der war schlecht. Aber es tut halt leider so sein tun, tut. Was haben wir da? Ui. Ein Hundi. Ein Hündchen. Aufgeladen Zimmer. Normaler Mischling. Böser Mischling. Ja, bitte, du darfst gerne. Und so. Geht schon. Habe ich gerade was anderes erwischt? Tatsächlich. Okay, geht nicht. Au. Jawohl. Jawohl. Na, haben wir was erwischt? Jawohl! Mit Crit? Ist das Viech jetzt tot, Edda? Ich glaube, das ist alles hin, ne? Alpha-Mischling. Jo. Da, jetzt gehen wir Verschiertes aufheben. Das ist übrigens gemischtes Verschiertes, ne? Auch noch jemand, glaube ich. Jawohl. Jawohl. Und ich glaube, dann hätten wir es schon wieder. Pfui, Spinne. Dann gehen wir darauf, würde ich sagen. Aufi, immer aufi. Nachladen wäre gut. Immer diese Schinderei beim Hatschen. Wo sind wir hier? Ein Bunker. Katschang.
unten schon wieder irgendwelche. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Dass mir das so ein Scheißding ist. Edda? Edda ist wieder fit. Boah, der haut rein, ne? Edda? Da. Auf die Haxen. Zwei? Ah na, der hat gerade. Ja, bist du metallisch? Ja, auf da! Boom! Boom! Boom, boom! Wow! Schnell, Edda! Ach so, wollte ich das gerade nicht. Steamback. Und Essen. Boom. Bam. Boom. Bam. Ach, jawohl. Her mit dem Kraft. Aua. Supi. Hin ist der Scheißkerl. Puh. Also, Edda. Ja, du kannst mir gleich mal was abnehmen. Wenn du noch was tragen kannst, heißt's. Ach, du Heilige. Kriegst du mal einen Haufen Schrott. Puh, das war jetzt wieder abenteuerreich. Tschack, 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 tschack. So, die Mods kann sie auch haben. Munition brauche ich noch. Waffen wäre interessant. Das da und dieses. Ein Vorschlaghammer. Aha. Der macht auch mehr Schaden. Wieder ein Fatman? Mit 3 Mini-Atombömmchen? Cool. Kannst auch dabei mal haben. Auch das hier und das auch. Die auch. Ja. Die macht gar nicht so wenig Schaden. Das kannst du haben. Das auch. Ich glaube, das... Oder habe ich jetzt ein Dingens zu viel abgegeben? Ist ja wurscht. Puh. Was haben wir denn da? Ansonsten noch. Da ist sonst nichts drin. Was hätten wir hier? Irgendwas Besonderes. Da. Ja. Was hätten wir noch? Hier vielleicht? Eine Angel. Mhm. Das Wichtigste von allen. Na gut. Das war's dann auch schon wieder. Dann können wir weiter hatschen. Puh. Das ist doch glatt ein Speichern wert, oder? Wo denn hin jetzt als nächstes? Darunter? Ah, da ist schon die Farm. Verrotte, du Mistviech. Eher, verroste. Das hier soll eine Farm sein? Ach so, nein, Farm nicht. Einfach so ein Somerville Place. Einfach eine Sommerresistenz sozusagen auf die Art, ne? Hallo, wer seid ihr denn? Ein Siedler. Oh doch, da ist schon eine normale Farm. Da schön eingezäunt, das stimmt schon, das passt schon so. Hallo, ein schöner Kochtopf mit... Keine Ahnung, was für ein Eintopf das sein soll. Schaut nicht sonderlich schmackig aus. Darf ich schlafen gehen? So eine Powerrüstung und so, ne? Hm. Irgendwie will hier keiner mit mir quatschen, kann das sein? Ich ernte das einfach mal. Ich würde zwar eher mehr Karotten als Mais brauchen, aber naja. Was man hat, hat man.
ist halt hier dunkel. Es ist halt nicht so schön. Ich habe keinen Platz zum Pennen. Wir sind mit dieser Siedlung nicht verbündet. Okay. Das muss aber hoffentlich noch. Ah, wir haben sie gefunden, ne? War das schon der Auftrag? Taten. Raider-Probleme. Sprich mit den Siedlern. Okay, jetzt passt's. Also du da. Hallo. Haben die Minutemen dich geschickt? Mhm. Jupp, wo ist das Problem? Natürlich. Was ist los? Komm zur Sache. Wo ist das Problem? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Es gibt eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Die Schweine. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können das nicht mit ihnen aufnehmen. Ich sorge dafür. Keine Sorge. Gut. Ich sorge dafür. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wir hätten nicht gewusst, an wen wir uns sonst hätten wenden sollen. Gut, der ist wieder schlafen gegangen. Mein Bein ist kaputt. Wunderschön, wunderprächtig. Da ist wieder am Herumtollen. So, wo mischen wir denn jetzt dahin da? Na, servus, Kaiser. Da haben wir ja ganz schön weit zum Hatschen. Fisch. Würde ich sagen, tun wir mal die Markierung weg. Geht das überhaupt? Nö. Dann halt darüber, ne? Geht sich das? Ja. Ich werde mal den Ort da drüben decken und dann werden wir einfach mal ganz stur und so weiter unser Inventar wieder in unser Dörfchen bringen. Wir müssen da halt jetzt leider ein bisschen über das Wasser hier. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Was? Ich höre dich gerade nicht, Edda. Ruck. Und ruck. Na, komm. Jetzt raus da. Ach, dann schwimmst halt da rüber. Du Zicke. So. Ich hab gedacht, da drüben, da ist jemand tatsächlich. Das ist halt wieder die Frage, ob Freund. Wilder Ghoul schon wieder. Bringt sie nicht viel. Ah, falsch. Falsch. Alter. Weg ist er. Noch irgendwo jemand? Schaut nicht aus. Komm, lass dich looten. Ist eh schon wurscht. Was haben wir da? Da ist was. Eine Holzkiste. Aha. Aha. Nein, jetzt aber. Ja. Die ist abgebrochen, du Schwein. Jetzt komm. Jetzt. Cool. Yeah. Ja, mit dem Zeug. Da drüben ist gleich noch ein Pilz. Oh nein, das hat nur so ausgeschaut. Da ist gar nichts. Na, feststellen, wir müssen, glaube ich, darüber tun. Wir gehen. Ruck. Na, komm. So. La, 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 la. Wir marschieren. Wir marschieren. La, 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 la. Wir marschieren, speichern wir auch gut, speichern wir so gut, la 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 la. Fisch. Nachladen wir auch gut. Passt. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um, oder? Mhm. Ja, der hat auch schon mal gesünder ausgeschaut.
schauen mal rauf, ob es hier was gibt. Nuka-Cola-Flasche, 2 Stück, jawohl, da gibt es auch was. Da ja, können wir alles mitnehmen. Da haben wir auch was drin. Ja, der ist halt wieder super gestorben hier. Müssen wir eigentlich darüber, ne? Dahin. Gunners Plaza. Plaza, Entschuldigung. Nicht Plaza, Plaza. Mhm. Und das hier soll stimmen. Es scheint so. Stimmt das hier schon? Nein, nein, dann können wir noch ein Stückchen weitergehen. In die Richtung. Darüber müssen wir. Dam, 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 dam. Sehr fein. Boah, das ist halt echt, ne? Da so irgendwo von A nach B und so zu kommen, ne, das dauert halt. Hier gibt es zwar Autos, aber die sind ja alle Schrott. Komm da her, du Schirchsviech. Wie, geht nicht. Boom. Boom. Bam. Bam. Na, das war jetzt für nichts. Boom. Bam! Jawohl! Roter Witwenblutkäfer. Pfui. Schaut aus wie eine mutierte Gelse. Scheiße, sowas auch. Ekelhafte Viecher. Wo ist denn der gestorben? Da ist so eine Blähfliege. War nicht noch irgendwo eine zweite? Oh, was ist das? Behemoth. Hey, Edda? Wie kann ich dienen? Gib mir mal was her. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Gib mir mal das Atombömmchen, also die Waffe. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja, wo ist denn der Fatman? Da ist er. So. Warte mal kurz. Inventar. Fatman. Dann speichern. Und. Jawohl! Und gleich nochmal. Ja! Und ein drittes Mal. Boom! Oh oh! Oh oh! Mami, hilf mir! Alter, lauf! Netter, lauf! Alter, 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 alter! Edda! Edda! Hilf mir! Hilf mir! Nimm ne andere Buffen, ey! Hallo? Nimm ne andere Buffen! Da müssen wir halt wieder so machen. Ach Gott! Wie wär's mit dem Ghoul-Töter? Ah, Ghoul-Töter bringt nichts, ne? Au, oh, da schmeißt mit Steinen. Waffe? Wo ist meine. Ja, da fällt mir nichts leer. Natürlich die Schrot. Jawohl! Totes Krallenfleisch. Robust Lederrüstung. Blaue Farbdose Brahimschädel Cafeteria-Tablett. Der hat einen Einkaufswagen voller Steine mit. Edda? Hey, nimm mir bitte was ab.
Nimm mir bitte was ab. Was denn? Ein bisschen Action hat noch keinen geschadet. So, Kampfgewehr. Aha. Boah, das ist aber auch nicht gerade schlecht, oder? Plasmagranaten. Sachen gibt's. Sturmgewehr hat nicht mehr Platz. Im Ernst. Puh. Hilfsmittelchen. Nein, Hilfsmittel. Ach komm. Da. Ich müsste mal was essen. Was ist denn schwer? Gewicht 1. Gegrillter Dingenshirsch. Ich würde sagen auch... Passt. Schon wieder falsch. So. Ich bin halt leider überladen. Aber ich wollte es mit diesem Typen da mal probieren. Mist, der ist auch voll wie ein Christbaum. Ich bin auch voll wie ein Christbaum. Das ist richtig blöd. Schwerfällig. Schwerfällig. Zieht Alex von dannen. Hinter ihr Behemoth. Ein mutierter... Mutiert Supermutant, genau. Ein mutierter Supermutant. Hat ein Einkaufskörper, Wagen voller Steine mit bei sich. Es regnet schon wieder. Zum Glück hat das keine Auswirkungen auf meine Elektronik. Ja, und wir sind auch im Trocknen, denn eigentlich, denke ich mal, denn wir sind ja in der Powerrüstung, die bei mir hoffnungslos kaputt ist. Glaube ich. Ich muss das mal speichern, Entschuldigung. Es tut mir leid, dass wir da jetzt so blöd zu Fuß gehen müssen. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass wir gleich am Ziel sind. Da vorne ist eine Kirche. Eine Kirche. Eine Kirche, lala. Ob sich dort auch ein paar Leute verschanzt haben. Boah, aber das mit dem Regen ist ja cool. Schau mal, die Tröpfchen und alles. Supi. Gefällt mir echt gut. Ja, jetzt gerade, dass wir nur gehen können. Oh je, da vorne ist offen. Ein Schwarmpott. Das ist wieder schlecht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich kämpfen. Da sind sehr viele Roboter. Ja, ist schon soweit. Edda? Oh, oh je. Die sind böse, die sind böse, die sind böse, die sind böse. Bewohner des Krabbenwurfs, erneut möchte ich in der Wechsel euch eine ganze Bahn gewinnen. Alter! Viele meiner Roboter werden besiegt. Weg mit dir! Der geht mir auf die Nerven. Du Scheißkerl. Weg mit dir, du Mistkerl. Elendiger. Geht ja. Ja, ich weiß, ich bin überladen. Was, wo? Da ist noch so ein Scheißer. Au. Weg mit dir. Wo ist noch einer? Da oben. Ich schieß dir die Sicherungen raus. Ich schwör's dir. Jawohl. Noch jemand eine Abreibung? Nein. Alter. Mann, ich bin so überladen. Das ist gar nicht gut. Edda, warum kannst du nicht mehr tragen? Du bist schuld. Hier wird wohl kaum irgendwo eine Werkbank sein, oder? Ach, ja je, Mini. So ein Pech.
so überladen, das ist nicht gut. Eine Kiste, vielleicht kann ich da was reinschmeißen. Und das Zeug später holen. Oder ich nehme alles mit und gehe weiter ganz schwer durch die Gegend. Da geht es aber schön weit rauf. Blöde Roboter, echt. So viel schleppen müssen. So, wo geht's hier rauf? Beziehungsweise gibt es hier was für uns? Ne. Nope. Dann schleichen wir uns wieder. Ach, weißt du was? Alle hopp. Alle hopp. Und alle hopp. Geht ja. So. Das ist nur die Frage, wo ist da der Eingang? Und haben wir hier das Ding jetzt schon entdeckt? Hier irgendwo liegen, glaube ich, auch noch, da drüben müsste noch ein Roboter sein, den wir nicht gelootet haben. So. Na, unfassbar. Mist, das reibt mir gerade auf, dass wir nur gehen können. Ich weiß, ich hätte nicht so viel aufheben dürfen, aber ehrlich gesagt, es ist eh schon wurscht. Vielleicht finden wir sogar gleich mal eine Werkbank. Das wäre ganz besonders fesch. Hallo? Ist hier jemand? Geht's da rein? Da oben. Ernsthaft? Nein, ich habe mich verdrückt. Ist ja wurscht. Warte mal, ich brauche Sturmgewehr. Nee, mein liebes Scharfschützelein. Puh. Na, wo ist er denn? Laser, doppelläufiges Schrot. Fatman? Nein. Sturmgewehr? Hä? Habe ich die Edda gegeben, aus Versehen? Sein, oder? Hoffe ich mal. Alter! Die hat einen Rückstoß. Ist ja ganz schlimm. Okay, da ist wieder zu. Sind wir denn jetzt gleich mal da? Ah, da ist wieder Kackwasser. Aha, eine Splittergranate. Sehr gut. Also müssen wir vorn rein. Ach, Käse. Ich hätte vielleicht das Zeug wirklich in der Kiste lassen sollen und das dann nachher abholen. Ich glaube, das werde ich auch machen für den nächsten Part. Weil da wird es keine Werkbank geben, ne? Hyde Park. Wenigstens das haben wir schon gefunden. Und irgendwie geht es dann irgendwo rauf. Wahrscheinlich. Aber ich bräuchte trotzdem eine Werkbank. Na komm. Ruck. Irgendwie mal. Da, ich glaube. Oh oh, oh oh. Da, ne? Du! Du! Asch! Was ist da? Was
ist doch scheiße. Ein Raider ist aber immerhin gestorben. Das ist ja gut, zwei sogar. Oh, na Fisch. Leider keine Punkte für mich, aber naja. Eine Waffenbank. Wir sind gerettet. Der gesamte Schrott kommt schon mal rein. Die Waffen. Ich würde sagen, weg mit dir. Das wäre halt echt schön. Sturmgewehr. Der Vorschlaghammer, da haben wir, glaube ich, einen besseren. Impro-Schützendings. Den können wir da mal... Eine Mini-Atombombe hätten wir noch gehabt. Puh. Ich lege es mal trotzdem weg. Die lege ich auch weg. Die behalten wir. Die tun wir weg. Der Vorschlaghammer, den behalten wir. Lasergewehr. Weg. Weg. Stufe 4 Lasermuskete können wir mal behalten. Kampfgewehr. Flammenwerfer. Den will ich auch gerne mal ausprobieren. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich mich selber abfackel. Das sind halt so Unfälle, die passieren können. So, mit Tasche. Das kommt auch alles weg. Weg und weg. Da muss ich aufpassen. Diese Sachen darf ich nicht weggeben. Aber die hier. Eine Rüstungswerkbank wäre auch super. Aber... Ich werde verrückt, ich schwör's. Das gefällt mir nicht. Ich steig mal aus. Vielleicht geht sich das... Ist schon zu spät. Wieder einsteigen, bitte. Wird schon wieder scharf geschossen. Es fliegen schon wieder die Fetzen. Es... Au! Ja, das glaube ich auch. Jetzt ist er runtergefallen. So, jetzt ist er hin. Da oben haben wir auch so einen Zipfelklatscher. Der ist auch hin. Ist da noch irgendjemand? Da oben. Jawohl. Eröffne das Feuer. Haben wir es getroffen? Ja, getroffen haben wir. Und weg ist er. Was tut denn da so komisch? So. Ich hoffe, dass wir jetzt Ruhe haben. Dem ganzen Graffel. Ach, um die Mine tut es mir jetzt leid, die wir hier ausgelöst haben. Also, die ich hier ausgelöst habe. Was? Wo kommst denn du jetzt her? Danke, Edda. Der gesamte Schrott wieder rein. Ich werde auch deinen Schrott gleich nehmen, glaube ich. Aufgepasst. Gib gleich alles her. Dann müssen wir den Part beenden. Rein mit dem gesamten Schrott. Hier die Bufen kommen weg. Das kommt weg. Das auch. Das kommt auch weg. Das auch. Das auch. Das und das. Das auch. Die kommt weg. Die kommt weg. Die kommt weg. Wo ist denn mein Scharfschützengewehr hin, abgeblieben? Da ist es. Das kommt weg. Die will ich noch behalten. So ein Spielchen mit dem Spiel, was? Da ist noch jemand. Huch. Das war jetzt keine Absicht. Kamera. Ich bin jetzt überladen, wegen einer Kamera. Edda. Edda. Feiglinge verstecken sich. Ist sie kaputt?
Nein. Aber ich könnte sie versuchen. Nein, lieber nicht. Hä? Wo wird denn da jetzt geballert? Au! Da drüben! Du Dreckswarm! Komm da her! Was war's mit dir, du Dorpen? Dann rauben wir dich mal aus. Na komm, schwimm nicht fort. Und Edda, wo bist du? Da drüben. Mann, ey, ich will den Part beenden. Und jetzt gibt Edda wieder Vollgas. Ugh. Da oben ist so ein Arschkopf. Die Granaten. Wo ist sie denn jetzt? Da irgendwo. Hier. Nein, 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 nein. Ja, ja, war klar. Wow. Schnell was nehmen. Sterben, hey. Nee, sterben. Jawohl. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Was? Noch mehr? Da oben. Jawohl. Jo, dein Arm. Und du bist auch erledigt. Haben wir jetzt Ruhe? Oder will hier noch irgendjemand was aufs Goschel? Ma, die arme Edda. So, jetzt ist sie wieder gesund. Aufgepasst! Hey, Gute. Schlepp mal was, bitte. So, dann hören wir auf mit dem Part für heute. Du kriegst mal den Schrott und so. Ja toll, eine Kamera mehr war es jetzt auch nicht. Die Mods kannst du mal alle haben. Inventar und Waffen, Kleidung vor allem, ne? Da haben wir sicher viel. Bam, 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 dam, 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 dam. Das und dieses. Auch dieses und jenes und das. Dann dieses und jenes. Hilfsmittelchen, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Waffen wäre noch gut. Ich glaube, da kann ich das abgeben. Damit den da. Entschuldigung, Edda. Puh. Was? So. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wen haben sie denn da aufgeknüpft? Ist ja ekelhaft. Ja, wie geht's da jetzt rein? Oder rauf? Nur da drüben, ne? Ja, fall noch runter, hast eh recht. So, weg da. Geht nur von da drüben, okay. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute wieder. Im nächsten Part schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Würde ich mal vorschlagen. Da, was haben wir da? Ja, Boom macht's. Au! War das gerade ein Hund? Also es hat sich gerade angehört, als wenn hier irgendwas gestorben wäre. Ja. Ich kann nicht aufhören, ne? Es ist einfach nur fürchterlich. Nein, wir hören jetzt auf. Ausschluss. Basta, wir waren heute schon brav. Das reicht. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!